Okay, los geht's. Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr es in die Seabase geschafft habt heute Abend zum 75. netzpolitischen Abend. Unglaublich, irgendwer müsste mal ausrechnen, wie viele Jahre netzpolitischer Abend das sind. Ich versuche es jetzt nicht. Der 75. netzpolitische Abend. Mein Name ist Ingo Dachwitz. Ich bin Autor bei netzpolitik.org und ehrenamtlich bei der DigiGES aktiv. Und ich freue mich sehr, dass ich euch ein wunderbares Programm heute für den, einen wunderbaren Hashtag für den heutigen Abend vorstellen kann. Hashtag NPA075, wenn ihr über den Abend heute euch in den sozialen Medien austauschen wollt, zum Beispiel bei Twitter, dann gerne unter diesem Hashtag. Herzliche Einladung dazu. Und jetzt freue ich mich, dass ich euch ein wunderbares Programm vorstellen kann. Wir steigen heute ein mit Elke Steven, die kurze Neuigkeiten aus der digitalen Gesellschaft vom Verein Digitale Gesellschaft berichten wird. Dann gibt es einen Vortrag zur Verfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte gegen die Ausweitung des Einsatzes von Staatstrojanern. Und wir schließen mit Ankündigung und Einladung zu drei wunderbaren Konferenzen. Der Abend wird wie immer aufgezeichnet und live gestreamt. Hallo an die Leute, die uns im Netz zuschauen. Wenn ihr in den Frage- und Antwort-Teilen nicht gefilmt werden wollt, dann könnt ihr euch da hinten unter den Bogen stellen. Da seid ihr vor der Kamera sicher. Ansonsten einfach im Kopf haben, dass der Abend gestreamt und auch aufgezeichnet und dann später unter anderem bei YouTube geteilt wird. Genau, wir steigen ein mit Elke Steven, Geschäftsführerin der digitalen Gesellschaft, die ein paar Neuheiten oder Neuigkeiten aus der digitalen Gesellschaft berichtet. Was hat der Verein eigentlich in den letzten Wochen gemacht und was gibt es Neues? Schön, dass du da bist, Elke. Ja, herzlichen Dank. Wir haben das ja so ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, am Anfang des netzpolitischen Abends ein wenig zu berichten, was gibt es gerade aktuell in der digitalen Gesellschaft. Es ist nicht alles ganz neu, aber es sind immer wieder Themen, die, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Das war falsch. Das Erste, das steht noch gar nicht auf der Folie drauf, will ich noch mal sagen, dass wir die Stelle ja für den politischen Referenten ausgeschrieben haben, dass diese Ausschreibung noch bis zum 14. September läuft und dass wir uns immer noch freuen, wenn wir Bewerbungen bekommen. Es ist ein spannendes Feld, in dem man arbeiten kann, in dem es mehr als genug zu tun gibt. Von daher freuen wir uns auch, wenn ihr diese Ausschreibung weiterleitet und damit noch andere auffordert, sich bei uns zu bewerben. Das Thema, was uns diese Woche oder bis nächste Woche nochmal vorrangig auch beschäftigen wird, ist die Frage der Upload-Filter. Ist auch nicht wirklich neu, aber das Europäische Parlament entscheidet am 12. September noch einmal darüber zur Urheberrechtsreform und damit zu der Möglichkeit, Upload-Filter einzurichten. Vor den Ferien haben sie sich dagegen entschieden und jetzt ist es dringend notwendig, die Abgeordneten wieder neu darüber zu informieren, was alles gegen Upload-Filter spricht. Wir haben ein wenig die Argumente nochmal zusammengefasst und werden diese Woche in einer Pressemitteilung nochmal veröffentlichen, als Information auf unserer Internetseite stellen und auch hoffen, dass dann eben viele aktiv werden, damit das wenigstens jetzt nicht passiert. Denn im September soll außerdem auch noch eine Gesetzesvorlage kommen, mit der noch eine weitere Möglichkeit der Upload-Filter in der EU diskutiert werden wird, nämlich Vorschläge gegen Terror und sonstige unfragwürdige Inhalte eben auch mit Upload-Filtern vorzugehen. So. Das andere ist, wir haben als Erstunterzeichner diesen Aufruf zu einer großen Demonstration in Berlin am 13. Oktober mit unterzeichnet. Der Aufruf heißt Unteilbar, Solidarität statt Ausgrenzung für eine offene und freie Gesellschaft.
Und diese Demonstration ist zwar jetzt nicht so ein direktes Thema der Digitalisierung, aber die Digitalisierung spielt letztlich mit rein. Und wir fanden, dass es richtig ist, auch als digitale Gesellschaft Teil dieses sehr breiten Bündnisses zu sein. Es ist inzwischen richtig viele, die dazu aufrufen. Man kann auf der Seite unteilbar.org das den Aufruf nachlesen. Die Erstunterzeichner sind aufgelistet. Weitere Unterzeichner kommen jetzt auch noch werden auch noch mit weiter veröffentlicht. Man kann also auch selber unterzeichnen und vor allem sich natürlich in Berlin auch daran beteiligen, das weiter zu organisieren. Es werden da überall noch helfende Hände gesucht. Ich bin ein wenig drin, aber schaffe es auch nur begrenzt, mich so richtig da zu engagieren. Und der dritte Punkt, und dabei will ich es dann eigentlich auch belassen für heute Abend, ist im Rahmen der Privacy Week Berlin. Die hatte sich letzte Woche schon mal hier vorgestellt. Dazu gibt es auch das Video auf unserer Internetseite. Beteiligt sich die DigiGuess an zwei Terminen, die wir mitgestalten. Das eine ist, der Film Im Rausch der Daten wird noch einmal gezeigt. Und dann wird es danach eine Diskussion geben mit uns und dem Regisseur. Und das zwar am 27. September um 19 Uhr. Auch das kann man dann weiter noch nachlesen. Ist in der Landeszentrale für politische Bildung und ist einfach auch nochmal eine gute Möglichkeit, sich mit dem Thema grundsätzlich auseinanderzusetzen. Und das andere ist der netzpolitische Abend, da kommen wir dann eigentlich am Ende auch immer nochmal drauf. Unser nächster netzpolitischer Abend wird eben im Oktober zum Thema Videoüberwachung sein und das ist dann auch im Rahmen der Privacy Week Berlin. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Elke. Gibt es Fragen oder Kommentare zur laufenden Arbeit der DigiGuess, zur Stellenausschreibung oder ähnlichen Dingen, die Elke gerade berichtet hat? Dann wäre jetzt ein guter Moment, sie zu stellen. Ansonsten ist Elke auch noch länger da, heute Abend und sicher ansprechbar, genauso wie Mitglieder des Vorstands der DigiGuess und andere Leute aus der DigiGuess. Ich kann an der Stelle nur empfehlen, der David Bernet, der Regisseur des Films Im Rausch der Daten, war vor 2 Jahren oder so auch mal hier auf dem netzpolitischen Arbeit und hat über seine